wie viele Themen doch durch Corona total in den Hintergrund gerückt sind. Was ist zum Beispiel mit all den Menschen, die bei uns im Land Zuflucht gesucht haben, weil sie in ihrem Heimatland nicht mehr sicher sind? Mit den Menschen, die vor Gewalt und Krieg, vor Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen geflohen sind. Was ist denn mit denen in all den vergangenen Jahren hier bei uns passiert? Konnten sie gut integriert werden ins Leben, in die Arbeitswelt? Wurden sie richtig gut unterstützt? Was ist da passiert? Was ist gut gelaufen und wo hakt es? Ein spannendes Thema, das ich gerne heute Abend mit ganz tollen Gästen besprechen möchte. Zunächst einmal eine erschreckende Zahl. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat vor kurzem einen Bericht veröffentlicht unter dem Titel Flucht und Vertreibung. Und dort steht, dass trotz Corona die Zahl der Flüchtlinge 2020 um 4% gestiegen ist, und zwar auf fast 82,4 Millionen. Das ist eine unglaubliche Zahl. Wir gehen aber noch einen Schritt zurück. 2015, 2016, da kam es ja zu einem enormen Anstieg der Asylbewerberzahlen in Europa und die ganzen Mitgliedstaaten der EU standen vor der großen Herausforderung, diese Menschen zu integrieren. Mit Blick auf Deutschland, Frau Bayer-Müller, würden Sie sagen, dass uns diese Herausforderung gelungen ist? Also ich glaube, dass dass vieles gelungen ist in 2015 und in den folgenden Jahren. Ich glaube, dass das vor allen Dingen auch den Menschen geschuldet war, die sich hier ehrenamtlich und auch hauptamtlich engagiert haben für die geflüchteten Menschen, die zu uns kamen. Und das war ja doch eine ganze Anzahl. Und es gibt auch Zahlen, dass es sozusagen in 2015 so viele Menschen wie noch nie gab, die sich ehrenamtlich in dieser Thematik engagiert haben. Und ich glaube, das war wirklich ein Erfolgsfaktor, dass an vielen Stellen Integration gut gelingen konnte. Natürlich gibt es noch Aufgaben, die offen sind. Natürlich ist es nicht überall machbar und nicht überall gelungen. Da haben wir schon noch Aufgaben. Aber ich sage jetzt mal, da hat wirklich fast jeder mitgeholfen, diese große Herausforderung zu meistern. Und das war schon etwas sehr Bemerkenswertes. Seit dieser Welle, Frau Steiger, sind ja 6 Jahre vergangen. Aus Ihrer Sicht, Sie sind ja ganz nah auch an vielen Menschen dran. Sind die gut integriert worden? Also ich finde auf alle Fälle, dass Bayern hier eine ganz, ganz gute Arbeit gemacht hat, insbesondere mit diesen Berufsintegrationsklassen. Das war so eine ganz tolle Voraussetzung, um Deutsch zu lernen. Es war ja insbesondere für die Schulpflichtigen, also unter 21-Jährigen, und sie konnten dann Deutsch lernen und so konnte man sie auch in Ausbildung vermitteln. Also die Anfangszeiten waren hervorragend. Ich erinnere mich, 2018 hatten wir allein in Schwaben 114 Berufsintegrationsklassen. Und ich glaube, das ist uns wirklich hervorragend gelungen. Herr Holt, wie sehen Sie das? Wo gibt es denn noch Stolpersteine? Also vielleicht zunächst einmal, glaube ich, wenn man den Jetzt-Zustand vergleicht mit diesen Ängsten, die eigentlich da waren 2015 bei einem großen Teil der Bevölkerung, ja, und was davon übergeblieben ist, das sind sicherlich oftmals noch diffuse Ängste da. Aber was der tatsächliche Zustand ist, dass es eben keine Massenunruhen gibt, dass wir nicht überfremdet sind und ähnliche Dinge, allein schon das, wenn man sich ansieht, muss man sagen, ja, da ist sehr vieles gelungen. Es sind sehr viele, konnten gut integriert werden. Ich sehe es auch so, ohne das ehrenamtliche Engagement, das hier wirklich extrem wertvoll war, wäre das mit Sicherheit nicht gegangen. Das geht vom Asylverfahren über Behördengänge, über Sprachkurse, über Integration, über Ehrenamt, auch dass Menschen mit Fluchthintergrund inzwischen bei der Feuerwehr und im Sportverein sind und ähnliche Dinge. Da ist, glaube ich, vieles schon wirklich sehr gut gelungen. Für mich wirklich herausragend bei alledem tatsächlich die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, zum Beispiel zwischen den IHKs und der Politik, wie sehr sich die Wirtschaft eigentlich einzelne Betriebe wie auch die Verbände bemüht haben, Menschen zu integrieren. Ich glaube, dass das schon was ganz Herausragendes war. Jetzt haben Sie aber nach dem Gegenteil eigentlich gefragt, wo es tatsächlich noch hapert.
Ja, da gibt es schon ein paar Punkte. Also ich war ja immer kritisch, was Ankerzentren betrifft. Ich glaube, dass das nach wie vor auch Konfliktpotenzial birgt, dass das nicht unbedingt die ideale Art der Unterbringung ist. Bei uns im Regierungsbezirk Schwaben ist es inzwischen auch so, dass wir quasi dieses Prinzip des Ankerzentrums über mehrere Dependancen aufgelockert haben. Und seitdem läuft es eigentlich auch deutlich besser. Also da glaube ich, dass der Weg über dezentrale Unterbringung nach wie vor der bessere ist. Da sind wir aber schon in einem Detail, was tatsächlich aus meiner Sicht nach wie vor beschämend ist, wenn wir uns jetzt nicht auf Deutschland beschränken, ist natürlich, wie wir einzelne EU-Länder allein lassen mit den Außengrenzen, und wie tatsächlich auch, mit flüchtenden Menschen, die den Weg übers Meer suchen, zum Beispiel umgegangen wird. Da habe ich auch wenig Verständnis ja, habe ich wenig Verständnis dafür, dass manche sagen, naja, die sind selber schuld, die kann man ruhig ertrinken lassen. Jedes Menschenleben ist sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, da haben wir eine humanitäre Aufgabe, die weit über das hinausgeht, Menschen in Deutschland zu integrieren. Da ist die EU leider noch nicht an dem Punkt, an dem ich sie gern hätte.